Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Samsung hat eigentlich auch einen Apfel im Logo. Nur hat dieser besser geschmeckt und wurde ganz gegessen. Dieser Moment, wenn du Shampoo ins Auge bekommst und darüber nachdenkst, wie du wohl deinen Blindenhund nennen würdest. Immer diese Angst, als Sexbombe nicht mehr durch den Security-Check zu kommen. Ich gehe mal schnell Zigaretten holen. Okay, ich komme mit. Wie Zukunftspläne zerstört werden. Ein Mann kommt von der Dienstreise nach Hause und wird an der Tür freudig von seinem Hund begrüßt. Na Schnuffi, alles gut gegangen zu Hause? Jo! Was ist denn los? Irgendwas mit Frauchen? Wuff! Ist dir was Schlimmes passiert? Nanu, war etwa Besuch da? Wuff! Ein Mann? Wuff, wuff! Was haben sie denn gemacht? Mein Plan, mir 15 gleich aussehende Katzen kaufen. Jemanden zu mir einladen. Wenn er fragt, wie viele Katzen ich habe, einfach sagen, nur eine, aber die ist sehr schnell. Was ist braun und hat eine schlechte Schrift? Ein Kritzlibär. Wie entsteht Regen? Indem ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Gerade veganes Rasiergel gesehen und ich Monster schmiere mir immer noch Leberwurst unter die Achseln. Weight Watcher treffen. Ich hätte da mal eine Frage an die Runde. Die heißt Sandra, du Arschloch. Lesen Sie mal die Zahlen davor. Welche Zahlen? Na, die an der Tafel da. Welche Tafel? Die an der Wand hängt. Welche Wand? Mein Herr, Sie brauchen keine Brille. Sie brauchen einen blinden Hund. Was soll ich denn mit einem blinden Hund? Ich brauche einen Seehund. Ruft eine Frau bei einem Radiosender an. Ich habe gestern eine Geldbörse gefunden. In dieser waren 10.000 Euro drin. Außerdem habe ich noch eine Visitenkarte in dieser Börse entdeckt. Dieser ist auf den Namen Bernd Meyer, Langer Weg 16 ausgestellt. Bitte spielen Sie doch ein schönes Lied für diesen Mann. Das menschliche Gehirn ist unglaublich. Es funktioniert 24 Stunden am Tag, unser ganzes Leben lang, seitdem wir geboren wurden, und stoppt genau dann, wenn wir eine Prüfung haben. Neulich, Großeltern zu Besuch. Es gibt Tofu. Opa? Das kann ich aus Glaubensgründen nicht essen. Wieso das denn? Ich glaube, das schmeckt nicht. Bist du bekloppt und nicht plemplem? Dann abonniere Master Jam.